Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Es ist leider regnerisch und trüb, aber im Moment hat es aufgehört, weil ich will ja jetzt auch loslaufen. Und nach einem super lecker Frühstück bei der Familie Wieland begebe ich mich auf die nächste Etappe heute bis nach Vischingen. Wird wieder lang, sind 27 Kilometer. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. So, hier unterhalb seht ihr das Örtchen Tobel. Das wäre eine Station auf dem Weg gewesen heute, wo man auch hätte schlafen können. Aber mich zieht es weiter nach Vischingen. War wieder ein steiler Anstieg, ihr hört es, wie ich atme. War recht heftig die Wiese hoch. Aber egal, es stand noch dran 4 Stunden. Alles wird gut. Ich gehe heute das erste Mal mit meinen Stöcken und ich muss sagen, ich bin begeistert, sie zu haben, weil gerade beim Bergablaufen oder auch berghoch ist es doch eine recht gute Unterstützung. Und mal sehen, was ich heute Abend drüber denke. Aber im Moment bin ich froh. Meine Füße werden geschützt durch die Regengamaschen, die ich von meinen lieben Nachbarn zum Geburtstag bekommen habe. Und so ist mir das Wetter heute ziemlich wurscht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. So, ihr hört ja das Flüsschen Murg sprudelnd an neben der Straße vorbei plätschern. Das hat mich schon seit Münchwilen begleitet. Das ist irgendwie ein sehr angenehmes Geräusch unterwegs. Ich habe jetzt nach ungefähr 1,5 Stunden bis Vischingen, bin schon ziemlich K.O. und es geht vor allem nochmal richtig bergauf. Ich bin gespannt. Bis später! So, mein Ziel ist in Sicht. Das ist Vischingen. Foto habt ihr schon gesehen. Ich bin fix und alle und froh, wenn ich da bin. Aber jetzt muss es natürlich noch anfangen zu regnen. Aber hilft nichts. Wetterschutz, Regenschutz drüber, Jacke an, Kapuze auf und los geht's. Ich wünsche euch einen schönen Abend.